freue mich, dass Sie alle da sind. Entschuldigen Sie bitte, dass ich die Schriftzüge in Englisch gemacht habe, aber das war der Titel, den ich bekommen habe. Deswegen, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt in Englisch oder in Deutsch geht. Ich bin es mehr gewöhnt, Englisch und Niederländisch zu sprechen. Wenn ich jetzt in Deutsch stammele, bitte entschuldigen Sie das. Ich wurde gebeten, etwas darüber zu erzählen, wie wir als Entwerfer, sind ja viele Entwerfer hier unter uns, denke ich, eigentlich das Stadtklima entwerfen. Menschen sagen immer so, du kannst doch kein Klima entwerfen. Aber natürlich tun wir das. Ich werde da jetzt auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also und des Weiteren wurde ich gebeten, um auch ein bisschen zu reflektieren, wer sind jetzt die Akteure in diesem ganzen Prozess, die eigentlich partizipieren im Entwurf des Stadtklimas. Und in der Hinsicht ist der Maßstab auch sehr wichtig, da werde ich gleich auch noch dezidierter darauf eingehen. Aber erstmal möchte ich kurz was sagen dazu, warum ich eigentlich mit diesem Thema mich so viel beschäftigt habe. Das war nämlich eigentlich auch so eine Faszination und eigentlich auch so ein ganz phänomenologischer Ansatz. Also nicht so, oh, ich muss jetzt mich mal mit Stadtklima beschäftigen, weil das ist ja jetzt so ein großes Thema. Nein, ich war eigentlich immer sehr fasziniert durch diese Dynamik, die wir eben auch unbewusst generieren und die wir ja auch sehr stark fühlen. Und das habe ich auch in meinen Forschungen immer eigentlich als Anfang genommen für die ganzen mehr wissenschaftlichen Erkundungen. Also diese Faszination und dieses multisensorische und phänomenologische und genau was der Felix ja auch sagte, also diese visual-centric approaches mal zu verlassen in unserem Fachgebiet Landschaftsarchitektur und sich mal auf was zu richten, was gefühlt ist, was man nicht sehen kann und vielleicht zum Teil auch diese unsichtbaren Prozesse, die uns ja extrem beeinflussen, auch mal wieder zu visualisieren und vielleicht dadurch auch etwas besser verstehbar zu machen. Okay. Aber ganz kurz, was werde ich jetzt erzählen? Also, wie erleben wir eigentlich das Stadtklima und was ist das? Also, ich mache so ganz kurzen Abriss, weil ich weiß nicht genau, wie der Stand des Wissens hier ist. Und natürlich für uns Entwerfer am interessantesten, was können wir da dran machen? Und dann auch ganz, ganz wichtig, dieser Ansatz ist auch schon öfters genannt worden, wir wissen schon sehr viele Dinge, aber wie setzen wir das jetzt um? Irgendwer hatte auch so einen schönen Begriff dafür im Deutschen, aber den weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber halt die Implementierung, wie wird das Wissen jetzt wirklich mal auch in die Realität gebracht? Das ist also sozusagen die Reihenfolge. Aber ich will jetzt erstmal bei uns so als Menschen anfangen, wie wir Stadtklima erleben. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal in den Niederlanden öfters gewesen sind. Ich bin ja Deutsche eigentlich, aber als ich in den Niederlanden mich niedergelassen hatte, wurde ich am dritten Tag, nachdem ich da angekommen bin, von meinem Fahrrad geblasen, vom Wind. Und ich dachte so, was ist das denn hier? Und im niederländischen Kontext merkte ich dann, dass und ich habe viele öffentliche Räume entworfen, die Leute haben so, ja, das sind so windige Plätze und so. Naja, und hier ist ja so ein ikonischer, der Schouwburgplein von unserem Kollegen Adrian Chöse entworfen. Das ist eben auch so ein Platz, wo die Leute sich halt sehr häufig gegen den Wind so eben darüber kämpfen müssen. Also in bestimmten Kontexten ist eben der Wind in der Stadt auch ein ganz eigenes Phänomen, was seine eigene Dynamik entwickelt. Das ist hier in Deutschland, glaube ich, etwas weniger stark ausgeprägt. Da kennt man dann halt mehr die Geschichten von den Urban Heat Islands, sind ja schon in mehreren Vorträgen auch von Ignacio und so schon angesprochen worden. Da merkt man eigentlich in ganz Europa eben was davon, was ist eigentlich Stadtklima und dass sich das natürlich unterscheidet von dem Klima in den umringenden Landschaften.
dem liegt eigentlich so eine Art Energiebudget zugrunde. Und es ist, denke ich, ganz gut, einfach mal zu wissen, wie funktioniert das überhaupt. Weil die meisten Leute denken bei Stadt, Klima und vor allem bei diesen Urban Heat Islands immer an die Lufttemperatur. Oder wir haben eben da draußen auf dieser Terrasse gesessen und die Leute sagen, ja, hier ist bestimmt 10 Grad wärmer als woanders. Nein. Denn es ist nicht die Lufttemperatur unbedingt, die unterschiedlich ist, sondern was diesen extremen gefühlten Wärmeunterschied ausmacht, das ist die kurzwellige Strahlung, die wir von der Sonne abbekommen. Also der große Unterschied zwischen Sonne und Schatten. Diese kurzwellige Strahlung, die bekommen wir halt in der Sonne ab. Manchmal wird die auch reflektiert durch städtische Materialien und Oberflächen. Und zum Zweiten ist natürlich auch diese Energie, die hier auf das System einwirkt, die wird auch teils gespeichert und wird als langwellige Wärmestrahlung wieder abgegeben. Ich denke, dass viele Leute das schon mal gemerkt haben, wenn man so abends vor einer Mauer sitzt, die tagsüber der Sonne ausgesetzt war, dann strahlt die ja immer noch aus. Und das ist diese thermische Strahlung. Und das ist eben auch noch ein Faktor, die eben die thermische Umgebung des Menschen beeinflusst. Und dann natürlich auch Wind, also Ventilation, Windchill, das sind ja alles Dinge, die eigentlich unser Temperaturgefühl auch wieder niedriger machen. Dann natürlich auch noch ein bisschen spielt mit die Luftfeuchtigkeit, aber eigentlich haben wir also eigentlich eine ganze Palette an Stellschrauben, auch als Entwerfer, wie wir praktisch diese thermische, das thermische Erleben des Menschen beeinflussen kann. Daneben, spielt natürlich nicht nur diese physische Komponente eine Rolle, sondern Menschen haben ja auch ein Raumerleben. Ich frage jetzt mal so in die Runde, wenn Sie dieses Bild sehen, was für eine Ausstrahlung hat das jetzt auf Sie? Wie würden Sie jetzt sich so thermisch fühlen in so einer Umgebung? Regenjacke, okay. Ja. Bitte? Reingehen. Okay. Ja. Ja. Also das hier sind, gut, das sind jetzt auch so kleine Fontänen, aber dieses Ding, das ist von Richard Meyer das große Rathaus in Den Haag und das wird auch genannt Het Eispaleis, also der Eispalast. Und naja, das generiert auch so eine kühlere Atmosphäre und ich habe eben auch in Feldforschung auf verschiedenen Stadtplätzen eben auch die Auswirkungen dieser gebauten Umgebung, die Materialität und wie Menschen das wahrnehmen, eben auch mitgenommen. Und das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur mit Messgeräten da rumläuft und sagt, so Strahlung ist so und so hoch und Temperatur so und so, sondern auch wie die Leute das eben mehr von der subjektiven oder phänomenologischen Seite her erleben. Jetzt tut das wieder. Das ist ja toll. also soweit erstmal so zum Menschen als Zentrum meiner Betrachtung. Tiere wären natürlich auch interessant. Gibt auch Kollegen, die haben schon solche Messungen und so weiter gemacht mit Tigern, Elefanten und so in Zoos. Kann man sicherlich auch mit anderen Tieren machen. Aber gut, jetzt erstmal allgemein, wie funktioniert so dieses Stadtklima? Also jetzt wirklich so ganz for Dummies und Crashkurs. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben es ja mit diesen verschiedenen Strahlungsarten zu tun, also direkte Sonnenstrahlung, die auf das System Stadt einwirkt und die eben auch absorbiert wird. Die wird tagsüber zum Teil natürlich auch wieder ausgestrahlt. Aber gerade in der Nacht nimmt eben diese Wärmestrahlung eigentlich das Regime über. Und übernimmt das, ich rede wieder niederländisch, aber egal, übernimmt das. Und diese langwellige Strahlung, die sorgt eben für diesen Urban Heat Island Effekt. Und was da ganz wichtig ist, zu verstehen ist,
dass natürlich eine Stadt eigentlich aus vielen Gebäuden besteht, die dieses Ausstrahlen dieser Wärmestrahlung eigentlich verhindert. Wenn man sich jetzt vorstellt, also man legt sich jetzt mal so auf den Rücken hier draußen auf so eine Wiese in der Landschaft, dann kann man ja eigentlich, dann sieht man ja den Himmel im Gänze und in alle Richtungen kann eigentlich Strahlung auch wieder Ausstrahlung strahlen. Deswegen kühlen diese Gebiete auch viel schneller ab. Hier in der Stadt ist natürlich dieser Skyview-Faktor total eingeengt. Dadurch wird diese Strahlung eigentlich in der Stadt mehr oder weniger viel länger festgehalten. Was dann auch eine große Rolle spielt, ist eben die Materialität der Stadt. Wir sehen nicht nur, dass Licht und Schatten hier zum Beispiel eine Rolle spielen, sondern eben auch die Materialien hier, diese steinigen Oberflächen, die sind zum Beispiel viel wärmer als hier pflanzliche Oberflächen. Oder man sieht das auch in diesen Infrarotbildern von Städten häufig. Hier kann man schön alle Straßen sehen. Die haben halt einfach einen ganz anderen Wärmehaushalt als jetzt zum Beispiel der Fluss oder vor allem hier diese Flutwiesen. Und wie der Ignazio ja heute Morgen auch schon dargestellt hat, die Stadt ist eben nicht ein großes Urban Heat Island, sondern es ist eigentlich ein Archipel, kann man sagen. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Verhältnisse, wie sich die Wärme darstellt. Natürlich hier in diesen dicht bebauten zentralen Gebieten haben wir viel mehr diese städtischen Heat Island-Effekte als jetzt in Parks oder umringenden Gebieten. Interessant sind auch hier Wassergebiete, die nämlich eigentlich eine ziemlich auch hohe spezifische Wärme haben. Jedenfalls ist das so ein interessanter Mix von sehr, sehr unterschiedlichen Mikroklimas. Naja, anderes Ding neben der thermischen Komponente ist natürlich Wind, habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Diese Dynamik ist eben sehr interessant, wie sich Wind auch bei Gebäuden verhält. Ich nehme immer gern dieses Beispiel, das ist schon total alt, aber das ist so eine schöne Visualisierung von diesen Verwirbelungen hier. Also rund um Gebäude entstehen total interessante Strukturen von Gebieten, wo höhere Windgeschwindigkeiten und auch sehr niedrige Windgeschwindigkeiten entstehen. Und das sieht man eben auch in verschiedenen Gebäudeclustern, entstehen da praktisch verschiedene Regimes. Also man sieht eigentlich bei allen Gebäuden immer so Corner Streams, die da durch Verengung entstehen. Da sind höhere Windgeschwindigkeiten. Dann haben Gebäude dahinter eigentlich immer so ein Leeseite, sagt man das? Ja? Halt weniger Windgeschwindigkeiten. Und je nachdem, wie diese Gebäude jetzt zueinander konfiguriert sind, entstehen da eben auch ganz spezifische Muster. Wenn wir jetzt auf einen größeren Maßstab gehen, können wir jetzt aus dem, was wir eben schon mal gehört haben, über die verschiedenen Wärmeinseln und vielleicht auch Kühlinseln in der Stadt natürlich auch nachdenken, wie kann man jetzt Flurwinde generieren. Da hatte der Ignazio heute Morgen auch schon ein Bild. Wenn wir jetzt zum Beispiel dicht bebaute Gebiete haben und daneben sehr offene, große, freie Gebiete, dann entstehen da Flurwinde. Und die kann man natürlich auch nutzen als Ventilationsachsen. Was hier zum Beispiel in Süddeutschland sehr interessant auch ist, sind natürlich diese Hangwindsysteme, die zum Beispiel in Stuttgart ja auch sehr gut genutzt werden, um die Stadt zu ventilieren. Es entstehen in solchen Hanglagen tagsüber durch langsame Aufwärmung Thermiken, die halt eine Talaufwärtsbewegung von Luftströmen bewirken und das kehrt sich nachts um, weil hier sehr schnell ausstrahlt und diese Gebiete schneller abkühlen und dann entsteht halt irgendwann ein talwärts strömender, langsam strömender Luftstrom, der kühl ist. Und das ist natürlich auch interessant. So, was können wir jetzt tun am Stadtklima? Ich denke, das ist schon relativ evident geworden. Alles, was ich eben gesagt habe, hatte ja eigentlich auch stadtplanerische Implikationen.
diese Lösungsideen sind jetzt eigentlich auch so ein bisschen nach Maßstab schon geordnet. Und wenn man über den Maßstab spricht, dann spricht man eigentlich auch schon über die Akteure. Also wenn wir jetzt auf Stadtplanungsmaßstab denken und da sind viele Eingriffe nötig, dann kann man eben nicht nur sagen, ach, wir machen das alles bottom-up und jeder kann da irgendwas beitragen, sondern da muss man eben auch manchmal auf großem Maßstab eingreifen. Und da sind die Akteure halt doch eher die Städten oder Kreise oder Regionalverbände. Wenn es aber um diese kleinteiligen Eingriffe geht, dann kann man eigentlich sagen, dass sich auch sehr viele Dinge aufaddieren. Also dass praktisch alle kleinen Eingriffe zusammentun zu einer großmaßstäblicheren Verbesserung der Zustände. Aber fangen wir erstmal auf einen großen Maßstab an. Wir haben zum Beispiel auch Forschung gemacht, wie nutzen Leute jetzt in solchen warmen Zeiten verschiedene Außenräume in der Stadt und welche präferieren sie eigentlich? Also wir dachten immer so, ja, die wollen alle ins Schwimmbad gehen oder halt ans Wasser. Aber das hat sich gezeigt, dass das nicht so ist. Die Leute präferieren doch eigentlich Grünräume mehr und häufig auch welche mit relativ viel Schatten. Aber deswegen, es ist eben halt wichtig, dass man wirklich ausreichend innerhalb, aber auch außerhalb der Stadt in guter Erreichbarkeit eben grüne und blaue Räume bereitstellt. Und sowas kann man natürlich ja vor allem auf großmaßstäblicheren Niveau, was vielleicht nicht nur in einer Stadt, sondern auch in einer Art Regionalverband passieren muss. Dann zum Thema Ventilation, also Kaltluftströme zum Beispiel. Ja, da muss man immer darauf aufpassen, dass Kaltluftströme eben von den Hügeln runter auch wirklich in die Stadt kommen können und dass die nicht zugestellt werden mit Gebäuden oder, und das ist auch ganz wichtig, nicht mit Grün. Weil wir haben nämlich gestern gehört, immer so, Grün ist ja immer gut, jeder Baum ist gut. Nein, der Baum muss an der richtigen Stelle stehen. Und wenn er jetzt hier steht, dann wird ein Wald oder große Buschräume würden hier auch die Ventilation behindern. Also man muss wirklich vernünftig darüber nachdenken, wo man das Grün anbringt. Oder so zum Beispiel ist es eben auch schlauer, wenn man Hügel in der Stadt hat, dass man die eben nur teilweise mit Bäumen bepflanzt, sondern dass da eben auch freie Flächen sind, wo diese nächtliche Strahlung ausstrahlen kann. Und das ist viel effektiver, als wenn man jetzt halt unten in den Tallagen Grün hat, weil also zur Kühlung der Stadt trägt sowas nicht bei. Man muss auch immer gut darauf achten, halt, dass man diese Übergänge zwischen Stadt und offener Landschaft eben auch nicht total zubaut mit Grün, mit Deichen oder anderen Hindernissen. Eine andere Sache ist auch die, man muss gut darüber nachdenken, wie man eigentlich die Strahlungsbilanz zum Beispiel in solchen Innenhöfen Form geben will. Wir denken immer so, ja, mach das grün, schön viel Bäume und so, ne, schön viel Schatten, ist cool, ist kühl. Aber die Wärme wird sich da akkumulieren. Und wenn das jetzt eben Wohnbebauung ist, dann haben die Leute da nachts vielleicht im Endeffekt einen größeren Heat Island, weil sich eben unter den Bäumen die Wärme sammelt. Wenn man das aber jetzt eine eher offene grüne Fläche macht, dann wird dieser Effekt weniger eintreten, weil halt hier auch ausstrahlen kann. Ich würde sagen, bei einer Wohnbebauung würde ich das vielleicht eher so entwerfen. Bei zum Beispiel Büros würde ich das eher so entwerfen, weil hier können die Leute tagsüber natürlich den Schatten genießen. Das ist jetzt vom Maßstab natürlich schon was auch wirklich Gebäudeeigentümer und so beeinflussen können. Wind ist natürlich auch ein Thema, was auf so einem mittelgroßen Maßstab beeinflusst werden kann.
Zum Beispiel in windgefährdeten Gebieten sollte man darauf achten, dass Straßen immer so ein bisschen auch um die Ecken gehen und nicht so lange Windkanäle werden. Man muss darauf achten, dass auf einem kleineren Maßstab bei großen Gebäuden, dass da nicht diese Downstreams entstehen, die mich vom Fahrrad geschmissen haben. Dass man in Straßenräumen auch sehr gut darüber nachdenkt, wie man jetzt Straßenbäume anbringt. Dass man da zum Beispiel sehr gut guckt, wo ist Verschattung, wo ist die größte Aufwärmung, auch wo haben wir unter und die Infrastruktur, das ist ja auch immer so ein Ding, Straßenbäume und Infrastruktur. Ebenfalls auf einem mittelgroßen Maßstab in Parks sollte man darauf achten, dass man sehr viel Diversität anbringt an Mikroklimaten. Wir haben hier mal an verschiedenen Tagen einmal ja, so einen Tag vielleicht wie jetzt und einem Tag so einen echten Hitzewellentag geguckt, wo die Leute sich aufhalten und man sieht, dass sich hier viel mehr Leute eben in sonnigen Gebieten aufhalten und hier hatte sich alles in den Schatten oder teilweise nach drinnen verschoben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man in den Parks versucht, ganz verschiedene Raumzustände bereitzustellen. Und dann jetzt wirklich auf dem Mikromaßstab, und das sind natürlich Dinge, ja, da kann eigentlich jeder Bürger was dran machen, dass man versucht, eben verschattete Gebiete zu kreieren, entweder mit festen Gegenständen oder eben auch mit solchen flexiblen Lösungen. Was zur Verschattung noch besser beiträgt, oder nein, nicht zur Verschattung, sondern zur Abkühlung der Umgebung, sind natürlich pflanzliche Verschattungselemente, weil Pflanzen haben ja auch Evapotranspiration. Das sagt, denke ich, den Landschaftsarchitekten was. Ne? Die und diese Evapotranspiration, die bewirkt ja auch eigentlich, dass die Lufttemperatur eben nicht ansteigen kann. Also grüne Elemente sind eigentlich viel besser und zum Beispiel in Gärten finde ich auch immer interessant, darüber nachzudenken, weil die Leute sagen, ja, im Sommer will ich Schatten, aber im Winter natürlich nicht. Dann kann man vielleicht mal über solche großblättrigen Pflanzen nachdenken, die dann eben im Winter ganz einziehen und da hat man keine Verschattung mehr. Ja, was auch sehr effektiv ist, um die Lufttemperatur in Zaum zu halten, sind natürlich alle Arten von Wasser, sag ich mal, Vernebelungselementen. Das heißt, nicht Wasser als Bäche oder Weiher oder dergleichen, das bringt nämlich eigentlich nichts. Aber das Wasser muss wirklich richtig gut vernebelt werden und dann, das sieht man inzwischen auch immer mehr bei solchen Kaffeeterrassen, wird dann eben die Lufttemperatur doch sehr stark beeinflusst. Auch kleiner Maßstab kann man natürlich auch mit Wind blockieren, so allerhand erreichen, zum Beispiel auch mit sehr kunstvollen Elementen, so wie hier an der Küste in Vlissingen oder auch wirklich auf so einem Mikro-Mikroniveau. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wie man eben ganz effektiv, sage ich mal, die physischen Dinge beeinflussen kann. Und daneben muss man eben auch wirklich gut dann darüber nachdenken, wie man auch so die Raumpsychologie beeinflussen kann. Also dass man nicht nur so riesige offene Plätze macht, sondern immer solche, ich sag mal so Comfort Islands für die Leute eben auch bietet, dass man über die Farblichkeit nachdenkt, der umgebenden Bebauung oder auch der landschaftsarchitektonischen Eingriffe und da gehört natürlich auch immer die Bodenoberfläche dazu und auch so ja, die Materialität, also einfach auch diese psychologischen Aspekte, die Raumerlebnisaspekte mitnehmen. Ups, last but not least, wie können wir das jetzt implementieren? Ich denke, dass es erstmal ganz wichtig ist, genug Bewusstsein zu generieren, also dass Leute eine Aufmerksamkeit haben, dass da vielleicht ein Problem ist und natürlich auch zu den Lösungen. Was immer sehr gut funktioniert, sind die Medien, die Leute darauf aufmerksam machen, was so abgeht.
Man kann das aber auch, ja, sag ich mal, weniger top-down, sondern eben auch viel mehr mit den Leuten selbst machen, zum Beispiel durch so allerhand Events, wo Leute eben informiert werden, wo sie vielleicht irgendwie ein bisschen rumprobieren können. Oder was ja, wir als Landschaftsarchitekten natürlich auch oft gut können, ist eigentlich Inspirierung bieten, also die Repräsentation möglicher Lösungsbeispiele. Also ich sag mal, dieses Skizzieren von, ja, wie können wir jetzt eigentlich unsere Umwelt halt so generieren, dass Leute dadurch inspiriert werden. Dann sage ich mal eine Stufe höher, Education und also Professionals und Studenten wirklich gut ausbilden, in Lifelong Learning auch mit den Professionals versuchen, immer weiter diese Kenntnis auch direkt in die Tat umzusetzen und nicht nur eben durch Webinars, sondern einfach Learning by Doing. Da spielt auch spielen die lokalen Communities auch eine große Rolle, dass man mit denen ins Gespräch geht. Man kann natürlich auch virtuelle Möglichkeiten nutzen. Wir haben hier zum Beispiel mal ein Smartphone-App entwickelt, was Leuten hilft, so wie, was sind jetzt die Stadtklimaprobleme und genau wo und welche Art Eingriffe kann ich eigentlich machen? Entweder als Privateigentümer oder eben auch als jemand von der Stadt oder Gemeinde. Public Debate ist ganz wichtig, also dass man versucht, diese Themen immer weiter auch auszubreiten mit den Bürgern und dass da auch die Leute ihre Ideen ventilieren können. Und wichtig ist natürlich auch immer noch weiteren Schritt, dass es Geld gibt, also Fördermittel müssen auch immer generiert werden. Es gibt in Niederlanden, jetzt in der Stadt Arnheim zum Beispiel, einen Fördertopf für Heat Island, wie sagt man das, um da was gegen zu machen. Und natürlich auch wichtig, wirklich Pilotprojekte zu implementieren und die den Leuten näher zu bringen oder das vielleicht auch auf so eine ganz lockere Art und Weise zu machen. Hier haben wir zum Beispiel den ersten Stadtklimabaum der Erde gepflanzt und eingeweiht. Da ist dann durch Künstler so ein Ring um den Baum gemacht worden. Dann wurde das hier vom Stadtrat enthüllt und so. Also einfach mit solchen spielerischen Aktionen Leute auch sehen zu lassen, hey, eigentlich jeder Baum, den du pflanzt, der hat eben doch einen Impact. Mit diesem etwas festigeren Bild will ich eigentlich schließen. Falls sich noch jemand interessiert, für was wir sonst noch machen, wir haben eine Website, da könnt ihr ja auch mal gucken. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus